So, hi Hummel, lieben Unwetterfreunde und herzlich willkommen zu dem Kartenteil des heutigen Unwettervideos, wo wir einfach mal uns vor dem Unwetter schon die Karten angucken. Es ist aktuell die Uhrzeit 12:29 Uhr am Freitag, den 20.05. Wir sehen hier, gegen 15 Uhr wird die Scheiße erwartet. Es ist ein, oh Wunder, Wunder, ein Estofex 3 Level für uns hier angesagt worden. Es ist erhöht worden. Extreme Severe Weather. Das heißt, ja, wird richtig brachial. Sehr, sehr heftiger Regen, sehr, sehr heftiger Niederschlag also und auch extreme Gewitter, die dann möglich sind und auch spaßige Geschichten wie Tornados sind möglich heute. Extremst Hagel. Immer schön hydriert bleiben, so. Nicht dehydriert bleiben, das wäre blöd. Wetter, der Deutsche Wetterdienst zeigt hier schon an für uns vorab Informationen, Unwetter, schweren Gewitter, bla bla. Einfach Video stoppen, um euch das hier genau durchzulesen, weil ich möchte das ein bisschen schneller halten wie den letzten Kartenteil, den ich rausschneiden musste wegen dem Ton. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Das, da habe ich, ne, da habe ich halt, naja, verkackt halt, ne? Was willst du machen? Hier sehen wir schon eine Vorwarnung in Gelb für Deutschland. Hier sehen wir schon, da ist sogar schon ein bisschen was aktiv gewesen, wie wir sehen, in Hesse. Dann gucken wir uns nochmal Deutschland explizit an hier. Schön zentral Mitte Deutschlands. Hier liegt auch der große Estofix 3 drüber. Da ist die Möglichkeit gegeben. Das ist dieser Bereich hier. Über NRW. Es werden von unterschiedlichsten Quellen Vergleiche gezogen mit 2014. Mit ELA. Muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ein bisschen unschön, denn ELA hat hier unfassbar viel Verwüstung im Ruhrgebiet angerichtet und auch unfassbar viele, also für ein Unwetter muss man sagen, wirklich unfassbar viele Menschen getötet. War schon krass die Lage damals mit ELA. Vor allen Dingen so Düsseldorf, Köln hat so das meiste abgekriegt. Aber auch wir hier hatten nicht gerade unwesentlich wenig an Niederschlag, an Windböen und so weiter. War schon krass damals, muss man ganz ehrlich sagen. War schon übel. Wir gehen auf die Modellkarte. Wir aktualisieren hier auch nochmal eben kurz fix die Karte, um zu gucken, wie es wird. Wir gehen jetzt nochmal ganz zurück auf 13 Uhr. Das ist die nächste halbe Stunde. Und lassen mal durchlaufen. Und wir sehen, wie extrem diese Linie wird. Da wird sich eine riesige Linie zusammenbilden. Das ist ein gigantisches Gewitter, muss man sagen, was da kommt. Wir gucken aber mal spaßhalber auf das kanadische Modell. Das kanadische Modell ist sehr, sehr grob. Also da lassen wir uns das mal wegpacken. Wir gucken auf das US-Modell für hier unseren Bereich. Da wird schon mehrere Linien wohl offenbar gerechnet, weil das hier ist eine rückläufig nochmal. Würde ich aber auch eher als unwahrscheinlich erachten aktuell. Das deutsche Modell habe ich euch gerade schon mal gezeigt, wie das drüber zieht. Das ist unfassbar. Das hieße, wir hätten ja gut 2 Stunden Gewitter. 2 Stunden Unwetter. Wäre schon heftig. Die Großbritannia, die Großbritannia, genau. Die Briten halt.
rechnen hier auch was Heftiges rein. Das wäre dann schon fast schon ein Gewittercluster mit innenliegenden Superzellen, würde ich fast schon annehmen bei der Färbung hier. Das wäre schon richtig krass, wenn es danach käme, wenn die Briten diesmal recht hätten. Wir gucken auf das EU-Modell, das ECMWF, und sehen hier auch, wie Linien gerechnet wird, bis das sich dann hier verklustert und nach da abzieht, also Richtung Hesse, Richtung Mitte Deutschlands und so weiter. Das ist schon interessant, sag ich mal. Und irgendwie scheint es sich bei denen auch ziemlich zu drehen, wenn man das sich so anguckt. Das wäre ja schon spaßig. Wir gehen wieder auf 15 Uhr zurück auf das schweizerische Modell. Das schweizerische Modell rechnet wohl offenbar mit einem Cluster im Vorfeld und mit einer Gewitterlinie im Nachkommen. Also da sind zwei Hotspots drin. Hier dieser riesige, gigantische Cluster, der dann durchzieht. Und hier nochmal eine Gewitterlinie, die sich mit dem hier anschließt. Das, ja, ich weiß nicht, ob man das schon als Bow bezeichnen kann. Auf jeden Fall ist das hier eine Superzelle mit Zufluss, würde ich fast behaupten. Aber gut, lassen wir das erstmal außen vor. Ich bin da nicht so super bewandert drin. HD2, das Icon EU Flash, rechnet auch mehr mit einer Linie. Wir gucken auf das HD für 15 Uhr und sehen hier auch eine Linie. Das EZ4 rechnet mit einem Cluster. Damit hätten wir allerdings dann, ja, das heißt wenig zu tun, Verzeihung. EZ4 rechnet auch mit einem massiven Cluster und einem kleinen Regenband im Back. Idee, na schön. Oder Kacke gebaut hier, was ist los? So, ID2, gucken wir da mal nach. Also da sieht das ein bisschen sehr seltsam aus. Also ich glaube nicht, dass es diese Lösung wird. Also ID2 Icon D2 scheint da völlig crazy zu sein. Und völlig sich abzuwenden von sämtlichen anderen, die wir uns gerade schon angeguckt haben. Wir gucken auf Super HD. Das wird schon spaßig. Also wenn man sich den ganzen Kram hier so anguckt, der da so unterwegs ist. Immer schön hier mit Dunkelviolett, das sind starke Gewitter, sind Sperrgewitter. Ich würde aber sagen, der Verlauf, der für mich am absolut glaubhaftesten ist, aktuell, ist für mich der DE. Der diese riesige Verklusterung mit sich bringt. Das scheint für mich der aktuell glaubhafteste zu sein. Aber ich lasse mich gerne eines Positiven oder womöglich auch Negativen überraschen. Mal gucken, müssen wir halt mal drauf warten. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich melde mich dann, wenn die ganze Sache da ist und ich die Doku dann fertig machen kann. Bis dann, ciao mit V, man sieht sich im Video. Bye bye. So, es ist jetzt die 14 Uhr durch. Und wir sehen hier schon das Aufziehende, was auf uns zukommt. Es kommen auch schon leichte Regentropfen runter. Ziemlich duster da hinten. Aber dieses Mal keine Böenfront, soweit ich das sehen kann. Und ihr auch.
Ich merke mich dann, wenn es hier ist. Wieder. Maske auf, Brille dabei, falls irgendwas fliegt, dass es nicht in die Augen kommt. Wichtig und richtig. So. Ich gehe jetzt dann mal wieder nach Hause. Denn wie gesagt, es fängt jetzt schon an zu regnen. Das wird ein schleichender Übergang werden und dann wird es massiv regnen. Estofix Level 3 haben wir. Alles gar kein Problem. Schauen wir mal, wie es wird. Und dann gucken wir mal weiter. Mehr können wir nicht machen. Und da bin ich wieder. Mittlerweile ist auch hier Starkregen oder stärkerer Regen. Scheint heute irgendwie nicht so zu kommen, wie das die ganzen Karten zuvor gezeigt haben. Und Estofix Level 3, was angesagt war, ist das hier bei besten Willen auch nicht. Also bei besten Willen nicht. Blitzaktivität ist jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch. Ich würde eher sagen, schwach. Ich würde jetzt eher mal sagen, dass vielleicht der Regen ordentlich ist, aber was gewittertechnisch angeht, würde ich sagen, ist diese Zelle gerade hier, die wir hier abgekommen, wenn wir am Verrecken. Hier und da grummelt es mal. Aber für das, was wieder angesagt war, ist das eigentlich nichts. Also Estofix Level 2 hatten wir gestern. Und ihr habt gesehen, wie das gestern abgelaufen ist. Und jetzt vergleicht das bitte mal mit dem jetzigen. Also aktuell Level 3 würde ich sagen, nein, ist mitnichten gerechtfertigt. Hier und da blitzt es auch mal. Aber wie gesagt, sehr, sehr schwache Blitzintensität, die wir hier haben.
Regen ist halt viel. Da muss man sagen. Da ist halt jede Menge Wasser. Oh. Von mir regnet es rein. Und schon ist der Regen auch wieder nach und da hinten. Ich meine Richtung Niederlande wird sogar schon wieder heller. Vielleicht jetzt wieder weniger, jetzt kann man die Tür wieder aufmachen. Ja, ihr seht, da hinten wird es mal wieder heller. Es war auch noch ein Grau, aber dann ist nicht so duster wie da. Also, ein Flop! Ein absoluter Flop. Möchte man das nennen. Also das, was da berechnet wurde, ihr habt die Karten gesehen, ist was völlig anderes wie das, was wir jetzt bekommen haben. Die Unwettervorwarnungen, nichts wert am heutigen Tage. Weiß man nicht, wie sich das noch natürlich in Verlauf verhält, das Ganze. Aber das, was uns hier versprochen wurde, oder beziehungsweise das, was hier verheißt wurde, wo prognostiziert wurde, ELA wurde ins Spiel gebracht von vielen Meteorologen. Das ist nicht ELA. Das ist nicht mal im Ansatz, das ist nicht mal 1% ELA. Das ist nix. Das war jetzt ein leichtes, minimales Sommergewitter und das war es dann auch jetzt. Also, da hoffe ich mal, dass noch eine zweite Linie kommt, die ja in einigen Modellen drin waren. Das hoffe ich zutiefst. Weil wenn das heute alles gewesen ist, dann hätte heute alles komplett kolossal versagt.
Ja, die Vögel kommen auch schon wieder. Die wissen Bescheid, die kleinen Dinger. Tiere können die Natur besser lesen als wir Menschen. Wem hat der Spaß? Vogel da unten. Die fangen, ja. Ja, ich weiß sonst nicht, was ich euch zeigen soll. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich würde sagen, hoffen wir mal noch eine zweite Linie. Ansonsten sieht das leider ein bisschen mau aus, ne? Das ist jetzt die hintere Seite. Hui. Stell mal eben kurz dahin.
Dann ist es Mob-Zeit. Ich muss mal ganz kurz eben hier meinen Holzfußboden trocken machen. Der ist ein bisschen nass geworden gerade. Und das verträgt Holz ganz und gar nicht. Das ist so ein bisschen zickig. So. Ich habe das mal ein bisschen trockener gemacht wieder. Tja, ich würde sagen, da gönnt nicht mehr allzu viel, ne? Ich würde mal sagen, meinen standardisierten Spruch: Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich würde sagen, den Punkt haben wir überschritten. Wenn noch was Interessantes passieren sollte, melde ich mich bei euch gerne wieder. Ich sage Ciao mit V. Bis dahin. Und wenn nichts mehr kommt, bis ins nächste Video. Bye.